Noch eine Übung. Eine Übung zur Umwandlung von Energie. Jetzt hatten wir gerade gesagt, chemisch, wir haben die Energieform mechanische. Eine davon ist kinetisch, die andere ist potenziell. Wir haben mechanische Energie, 100 Newtonmeter genommen und haben uns eine kleine Seilwinde gebaut mit einem 20 Volt betriebenen Elektromotor. Daran ist eine Seiltrommel und wir heben es damit hoch und hatten da allerlei Sachen mitgemacht. Jetzt gab es noch einen Zusammenhang, und zwar, ein Newtonmeter ist eine Wattsekunde, das wäre typisch für elektrische Energie. Ein Newtonmeter ist aber auch ein Joule. Ein Joule ist der Ausdruck für Wärmeenergie oder chemische Energie. Das lassen wir hier mal weg. Wir machen mal folgenden Versuch. Wir hatten gerade gesagt, das lasse ich jetzt hier auch mal weg, denn das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen mal eine Tafel Schokolade. Eine Tafel Schokolade. Und jetzt muss ich mal ganz kurz Pause machen, denn wir wollen wissen, wie viel chemische Energie ist da drin. Gut, auf die Wärme kommen wir später. Wir werden uns jetzt mal überlegen, wie viel Newtonmeter, das heißt, welche mechanische Arbeit ich damit verrichten könnte, mit 2335 Kilojoule pro 100 Gramm, ne? Ja. Für eine Tafel Schokolade. 2300, nochmal anders ausgedrückt, Kilo ist ja so ähnlich wie bei Kilometer, eine Geschichte mal 1000, also habe ich 2, 3, 3, 5, 0, 0, 0 Joule. Du liebe Zeit, 2,3 Millionen Joule. Ich könnte auch sagen, das entspricht einer mechanischen Energie von 2, 3, 3, 5, 0, 0, 0 Newtonmeter. Aua! Wir machen mal folgendes Experiment in Gedanken. Und zwar, wir gehen mal einen Berg hoch. Und zwar gehen wir einen Berg hoch und wir machen uns mal 50 Kilogramm schwer. Ja? 50 Kilogramm ist die Masse eines Menschen, der von hier einen Berg hoch geht. Und wir wollen mal wissen, welche Höhe wir erklimmen müssten, wenn wir das komplett umsetzen könnten. Also, wir wollen mal die mechanische Arbeit ausrechnen. Und zwar so, die haben wir ja hier schon stehen, wir wollen mal die Höhe ausrechnen, die wir mit dieser mechanischen Energie umsetzen können. Und da bedienen wir uns unserer ganz alten Geschichte, die Hubarbeit, denn wir müssen etwas hochheben, wir müssen unseren Körper auf diese Höhe bringen, ist M mal G mal H. Na, einfacher geht's nicht. Die Höhe wollen wir haben, wir teilen durch M und G, ne? Durch M und durch G. Dann sieht das so aus, groß W durch M und G ist gleich H. Und das erfüllen wir jetzt auf unser Beispiel hier bezogen mit Leben. Also nochmal einen kleinen Regiehinweis. Wir setzen jetzt mal direkt ein. Ich nehme mal diese Formel jetzt hier runter. So, und wir sagen H ist gleich. Und jetzt für W die entsprechenden Zahlen und für G die Erdbeschleunigung nehmen wir ausreichend genau jetzt 10 Meter pro Quadratsekunde. Und das probieren wir jetzt mal aus, wie viel Höhe wir damit überwinden könnten, wenn wir die gesamte chemische Energie der Schokolade umsetzen könnten. Wir kommen dann nochmal auf unseren menschlichen Wirkungsgrad zu sprechen. Gut, wir hatten es schon mal eben gemacht und jetzt machen wir es nochmal. Nanu. Jetzt machen wir es nochmal. Ich setze für W eben diese 2 Millionen und so weiter ein. 3, 3, 5 und 0, 0, 0. Und jetzt schreibe ich Newtonmeter, ganz normal. Ich schreibe Newtonmeter mal hier hinten weiter hin. Jetzt kommt M, 50 Kilogramm. Mhm. Jetzt kommt G, 10 Meter pro Quadratsekunde. Durch, ne? Durch ist mal. Jetzt kommen wir aber immer noch nicht so richtig weiter. Wir gucken uns mal die Zahlen an. Das ist nicht weiter schlimm. H ist gleich. Hier kürzen wir mal ein bisschen. Die 0 kommt weg. Die 0 kommt auch weg. Ich muss diesen ganzen Mist bloß noch durch 5 teilen. Das wird nicht ganz so schwer werden. Machen wir. Aber was kann man noch wegkürzen? Das Meter und das Meter. Das kann man kürzen. Aber hier steht noch Newton und hier steht noch ein Kilogramm. 2, 3, 3, 5, 0 durch 5. Das werden wir jetzt mal schnell
kann man eintippen, man kann es auch mit einem Trick rechnen. Und dann kümmern wir uns um die restlichen Einheiten. Da stehen immer noch Kilogramm, Quadratsekunde. Hier, ich mach's mal gelb. Hier, das steht noch da, das Newton steht noch da und das Kilogramm. Eine Höhe gibt man aber in Meter an. Den Rest, die Meter, die haben wir weggekürzt. So, wie macht man's? So, die Zahlenfolge 2, 3, 3, 5, 0 durch 5 haben wir als 4, 6, 7, 0 gekennzeichnet. Jetzt müssen wir uns noch um Quadratsekunde, Newton und Kilogramm kümmern, denn wir müssen irgendwie Gesundheit wieder Meter rauskriegen. Jetzt erinnern wir uns nochmal der anderen Sachen hier. Wo steht's? Hier oben. Hier. Das wird jetzt für uns bedeuten. Wir werden mal Newton in Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde umwandeln. Das heißt, wir kümmern uns jetzt bloß noch um die Einheiten. Unterm Bruchstrich steht noch hier dieses Kilogramm und sonst nichts mehr. Die 1, da können wir drauf pfeifen. Hier oben drüber steht noch eine Quadratsekunde, das ist die. Und Newton, da machen wir Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde draus. Und siehe da, die Quadratsekunden, die kürzen sich raus. Die Kilogramms kürzen sich raus. Und große Freude, das Meter bleibt übrig. Aber was heißt denn das? Du liebe Zeit. 4670 Meter müsste ich, das wäre ja fast der Mont Blanc. 4808 Meter, glaube ich, hat der Höhe. Von Meeresspiegel bis hoch. Ich müsste praktisch den Mont Blanc erklimmen, um eine Tafel Schokolade wieder runter zu rumpeln. Oder es gibt Speckrollen. Aber das ist jetzt eine biologische Frage. Wir verballern nicht die gesamte Energie zum Heben bzw. als Speckrollen, sondern wir haben auch einen sogenannten Grundumsatz. Wir werden vielleicht 10% diese Energie wirklich als mechanische Arbeit verarbeiten müssen. Es ist also nicht so schlimm. Das heißt, eine Tafel Schokolade essen, davon haben wir 10% drauf. Aber das heißt immer noch, wir müssen ein bisschen was tun. Ne? So, jetzt haben wir uns natürlich noch eine Weile unterhalten über Grundumsätze und so weiter, was der Körper alles so braucht. Traubenzucker hin, Traubenzucker her und so weiter. Also diese 4670 Meter, ja klar, das entspräche der theoretischen Höhe, die man erreichen könnte, wenn man die gesamte Tafel Schokolade echt in Hubenergie, also in kinetische Energie zum Heben, in Hubarbeit umsetzen könnte. Aber wir wissen, dass uns der Wirkungsgrad des menschlichen Körpers da noch einen Streich spielt. Und deswegen ist das alles nicht so schlimm. Essen wir weiter Schokolade, schmeckt ja gut. Und ich schließe das Video. Tschüss.